Gottevo! Gottevo! Bundesliga! In Berlin! Willkommen in Berlin, willkommen am Hauptbahnhof, willkommen zum Frühjahrsfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. 3200 Teilnehmer aus 356 Schulen aus ganz Deutschland ermitteln in den kommenden Tagen in 8 Sportarten ihren Bundessieger. Hauptstadtsport-TV-Moderatorin Elisa hat sich bei der Ankunft im Berliner Hauptbahnhof mal umgehört. Von Reisestrapazen keine Spur. Auf was freut ihr euch denn am meisten in Berlin? Spiel. Eigentlich aufs Döner essen, ich habe heute schon ganz lecker gehört. Tatsächlich wahrscheinlich auch die Stimmung im Jahre. So. Ich hoffe mal, wird ganz gut, glaube ich. Also ich hätte gerne nochmal eine kleine Stadtrundfahrt. Ja, natürlich auf die Stadt immer und auf die Spiele natürlich am meisten. Ob Tanzen, Kickern oder ein wenig Trainieren von Anspannung war bei den Schülern nicht zu merken. Trainiert ihr schon fleißig auf dem Bahnhof? Ja, 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 ja. Warum glaubt ihr, dass genau ihr gewinnen werdet? Weil wir geil sind! Und während sich die zahlreichen Betreuer um die Akkreditierungen und Unterkünfte kümmerten, wurden mal eben der ein oder andere Schlachtruf geübt. 1, 2, 3! Frikadelle! Let's play! Let's fight! Let's win! Vom Bahnhof ging es direkt in eine der 10 Unterkünfte und selbstverständlich mit dabei Hauptstadtsport-TV-Moderatorin Elisa. So, die Mädels beziehen jetzt ihr Zimmer, Nummer 109. Mal schauen, wie luxuriös das jetzt sein wird. Ich sehe schon, ihr habt hier alle ziemlich fette Koffer dabei. Ja. Für 3 Tage, was habt ihr da alles eingepackt? Klamotten, Sport, Sachen. Ja, Sportschuhe, also Schläger. Ja, stimmt, die Schläger nehmen echt viel Platz weg wahrscheinlich. Ja. Die Ankunft ist gelungen, die Stimmung super. Damit dürften spannenden und hochklassigen Wettbewerben nichts im Wege stehen. Alle Emotionen, Berichte, Interviews und Highlights vom Bundesfinale von JTFO und JTFP gibt es wie immer auf Hauptstadtsport TV. Und das jeden Tag.